Hallo und herzlich willkommen zu unserer Ruhmtour. Meine Tochter grinst, das ist relativ schwierig ernst zu bleiben. 2.0, ungefähr 2 Jahre nach unserer ersten Ruhmtour, haben wir in den letzten Jahren das Auto doch deutlich modifiziert und das wollen wir euch gerne nochmal im Detail ein bisschen vorstellen. Nele wird nachher auch vor der Kamera sein. Ich glaube, ich habe den Hauptredeanteil. Gehen wir es an. Ganz vorne verbaut, man würde denken, das ist eine Stoßstange, es ist ein Geräteträger. Als Stoßstange wäre das Ganze nicht eintragbar, das ganze Auto ist aber TÜV-konform, deswegen ist es ein Geräteträger mit einer Seilwinde. Die Seilwinde haben wir für uns selber noch nie gebraucht, aber in den letzten Urlauben wird es zur Regel, dass wir Menschen, die wir auf der Reise treffen, aus Sand rausziehen dürfen, aus Matsch rausziehen dürfen. Und das hat immer wieder dazu geführt, dass die Trinks an dem Tag auf den jeweilig Geretteten gingen. Der Paul ist auch dabei. Rundrum haben wir die Lichter vom Defender auf LED umgestellt. Zum einen, weil es natürlich ein bisschen weniger Strom braucht. Zum anderen sind aber das normale Abblendlicht und das normale Fernlicht doch deutlich leistungsstärker und haben ein viel neutraleres Licht, wie diese alten Funzeln, die dran waren, was es deutlich einfacher macht, gerade bei Nacht zum Beispiel zu fahren. Dann haben wir ein ganz besonderes Licht am Fahrzeug. Diese Leitbar hier oben. Diese Leitbar ist zugelassen als 2 einzelne Leitbar, sieht aber optisch aus wie eine Leitbar, was einfach schöner ist aus meiner Sicht. Und sie hat eine ganz besondere Funktion. Sie hat 2 Positionslichter. Das eine ist weiß, das andere ist orange. Das orange Licht, das hier gerade aktiviert ist, sieht man am Tag vielleicht ein bisschen schlecht, ist ganz hervorragend, wenn man Kontakt zu Freunden und Helfern haben will. Das Licht anmachen bei Nacht und die Polizei hält einen sofort an. Nicht nur für die Optik, sondern wirklich auch Funktion. Wir waren gerade eine Woche auf Sardinien. Wir haben hier oben einen Zyklonabscheider, der Staub, Sand aus der Luft ausfiltert, bevor die in den Luftfilter kommt und uns den Luftfilter somit länger sauber hält. Nach Sardinien hatten wir hier einen Füllgrad von ungefähr 1 cm mit allem Möglichen dran. Schöner Nebeneffekt, man hört den Motor atmen während der Fahrt, gerade wenn man die Fenster offen hat. Und das ist wirklich ein unheimlich schönes Geräusch. Was wir noch haben, wir haben ein fest verbautes CB-Funkgerät im Auto und 2 Handfunkgeräte, die ich nachher noch zeige. Damit können wir in Kontakt bleiben, wenn wir uns mal trennen, weil wir irgendwas anschauen. Außerdem ist die Antenne ziemlich cool und größer wie der Paul. Wirklich praktisch sind diese Thermomatten von Projekt Camper in Hamburg. Die werden ganz individuell für euer Fahrzeug auf dem von euch gewünschten Design für euch geschneidert und kommen relativ zackig dann zu euch per Post. Warum, weshalb diese Thermomatten, sagt die Nele nachher, glaube ich, die lagen ihr ganz besonders am Herzen. Hier oben haben wir ein kleines Storage-System, da sind so die wichtigsten Sachen drin. Da kommen Reiseunterlagen rein, da ist aber auch unser Feuerstahl drin. Alles, was wir im Notfall zur Verfügung haben wollen. Das ist das interne CB-Funkgerät, winzig, aber reicht uns völlig aus. Kommen wir hier ein bisschen runter, hier gibt es ein paar Zusatzscheinwerfer. Hier können wir eben zum einen dieses orangene Licht anschalten, das ich jetzt wieder ausmache. Im öffentlichen Straßenverkehr absolut unzulässig. Das ist die große Leitbar, die ich abschalten kann. Die Leitbar ist so hell, dass wenn man in Deutschland bei Nacht fährt und diese reflektierenden Schilder hat, dass man manchmal fast schon genötigt ist, eine Sonnenbrille aufzusetzen. WLAN im Auto, speziell auch für die Kinder oder für mich, wenn ich im Urlaub arbeite, dass wir einfach ein stabiles und sicheres Netz dabei haben. Das Radio habe ich schon in der letzten Roomtour gezeigt. Das Radio ist eigentlich dumm, kann nichts, hat keine Navigation, aber was es kann Apple Wireless CarPlay und gerade auf das Wireless kommt es an, ich kann das Handy in der Hosentasche lassen. Startet das Auto, das Handy verbindet sich automatisch. Ich habe mir hier meine gewohnten Apple Maps drauf. Ich habe meine Kontakte drauf, kann Nachrichten diktieren oder mir vorlesen lassen. Ein paar von den Schaltern sind zugunsten des Displays nach hier drüben gewandert, ist aber alles Standard. Wir brauchen noch was für die Rückleuchte, der Schalter ist aber gerade nicht lieferbar. Für uns wichtig, weil wir unsere Urlaubszeiten erweitern, ausdehnen wollten, haben wir hier, ist gerade ein bisschen, ich sage mal dreckig, wir waren wie gesagt gerade auf Sardinien, Eine Konsole unter der Cabibox, in der eine Standheizung werkelt, womit wir nicht nur den Innenraum aufheizen können, sondern eben auch das Dachzelt. Und das ist ein unheimlicher Komfortgewinn, manchmal nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen der Feuchtigkeit. Die Cabibox ist gerade noch renovierungsbedürftig, die ganzen eingebauten Stecker sind in andere Bereiche gewandert. Die wollen wir noch filzen, wie wir auch schon den Dachhimmel gefilzt haben. Und eventuell wird auch das Doppelbatteriesystem überarbeitet. Wir haben da 2
80 Amperestunden, AGM-Batterien am Werkeln, die es uns einfach ermöglichen, länger da zu bleiben, wo es keinen Strom gibt. Die vermutlich wichtigste strukturelle Änderung überhaupt am Auto in den letzten 2 Jahren ist ein Überrollkäfig von Safety Devices. Wir hatten bis jetzt auf einen Dachträger gesetzt, wir hatten aber immer eine höhere Dachlast und das Auto wirkte irgendwie instabiler. Ich war nicht mehr 100% glücklich damit. Dieser Überrollkäfig ist eben wirklich jeweils mit den Trägern des Autos verbunden, geht also hier innerhalb der Karosserie weiter und leitet die ganze Kraft einfach nach unten ab. Da knarzt nichts mehr, da knackst nichts mehr. Wenn man auf dem Käfig rumklettert, hat man das Gefühl, das ist mindestens so stabil wie ein Klettergerüst auf einem Spielplatz. Was nicht von der Stange möglich war, wir wollten noch ein bisschen Stauraum haben, zum Beispiel für unsere Reisetaschen, die wir nachher vielleicht noch kurz zeigen. Es gibt von Safety Devices auch so einen Dachkorb, aber dieser Dachkorb ist nicht mit der Größe unseres Dachzelts kompatibel. Wir hätten dann das Dachzelt nach hinten. Dürfen wir das schnell zeigen? Zeig mal, Paul. Prima. Nicht mit der Größe unseres Dachzelts kompatibel. Das Dachzelt hätte nach hinten überstehen müssen, was ich optisch auf keinen Fall wollte und was auch, glaube ich, unpraktisch gewesen wäre. Also haben mir 2 Kumpels geholfen und ich kann leider noch nicht schweißen und haben mir das Ding gebaut auf Maß. Passt perfekt. Durch den Überrollkäfig hatten wir die Möglichkeit, viel zusätzliches Equipment an den Seiten des Autos anzubringen. Dazu hier sind hier Bleche angefertigt worden mit Halterung für Wassertanks von der Kalanenga. Die sind absolut trinkwassertauglich. Wir trinken aber nur im Notfall Wasser, wenn das Fanta wirklich mal ausgeht. Wir nutzen es hauptsächlich einfach zum Zähneputzen. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Schatten bekommen. Zum Schatten komme ich nachher auch noch. Aber wir können hier zum Beispiel ganz einfach duschen. Wir haben hier so eine kleine Tauchdusche. Wenn ich die anmache, kommt kein Wasser. Doch, natürlich kommt Wasser. Wird über den kleinen USB-Akku betrieben und ist unheimlich handlich. Vor allem, wenn das Wasser wärmer geworden ist, dann ist es sogar richtig angenehm. Thema Strom. Wir sind gern relativ unabhängig unterwegs, unabhängig von Steckdosen. Das bedeutet, wir müssen unseren Strom aber erzeugen. Unsere Batterien sind 2x 80 Amperestunden groß. Das reicht nicht ewig. Ich habe gern frische Lebensmittel dabei. Das bedeutet, wir haben eine Kühlbox. Die Kinder haben ihre Bildschirmgeräte, die aufgeladen werden müssen. Das alles bringt uns diese Solartasche. Das sind monokristalline Displays. Das bedeutet, die brauchen nicht mal eine direkte Sonneneinstrahlung. Bei der Sonne jetzt gerade dürften die ungefähr 100 bis 120 Watt erzeugen. Das reicht uns ewig. Ich habe den Anschluss leicht modifiziert. Komm mit, Nele. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber dieses Ding ist extrem praktisch. Das ist ein mechanisch-magnetischer Verschluss und ist auch noch sabotagesicher. Diese 2 Pole sind erst mit der Batterie verbunden, wenn der Stecker drauf sitzt und der Magnet das Ding am Platz hält. Bleiben wir vielleicht gerade hier an dieser Stelle. Das ist unser, also früher war es mal ein Heckfenster, braucht kein Mensch, wir sehen eh nichts nach hinten. Unser Power-Anschluss-Panel im Prinzip, wie schon gezeigt, können wir hier die Solartasche anschließen mit einem winzigen Klick. Wir haben hier einen wasserdichten USB-Anschluss, um Lichterketten anzustecken oder mal irgendwelche Bildschirmgeräte außerhalb des Autos zu laden. Wir haben hier, kommt auch aus dem Bootsbereich, einen Landstromanschluss, den wir mit einem Schnelladapter einfach nur draufdrehen und schon ist die ganze Sache fertig. Ganz besonders interessant wird es hier. Das ist ein Anschluss für ein Warmluftrohr und dieses Warmluftrohr wird hier aufgedreht, ist mit der Standheizung verbunden und geht dann direkt hier oben mit einem ganz kurzen Schlauchstück ins Dachzelt und sorgt für Wärme, aber eben auch Trockenheit, wenn es mal zu feucht ist. Rückfahrscheinwerfer ist aus der gleichen Serie von Strands wie die LED-Lightbar, hat eben auch ein weißes Positionslicht, hat auch ein orangenes Positionslicht. Leider, der Schalter in OEM-Optik ist zurzeit nirgends weltweit lieferbar. Wir können das orange Positionslicht spaßeshalber anschalten, sonst aber auch nichts. Stauraum ist immer knapp, aufgeräumt. Aufräumen ist eigentlich nicht meine Stärke. Wenn aber was aufgeräumt ist und seinen festen Platz hat, dann komme ich damit klar. Wir haben an vielen Stellen so ein Molly-System verbaut, wo wir beliebig Taschen anbauen können, beliebig Halterung anbauen können. Wir haben hier unsere 2 Funkgeräte auf CB-Basis.
Wir haben hier eine Wasserflasche, mit der ich erst zuletzt, die hat ein Filtersystem integriert, mit der ich erst zuletzt Wasser aus dem schwarzen Regen genossen habe. Das ist überhaupt kein Problem. Feuerlöscher erkennt man schon optisch. Hier drin sind Seile, ein paar Heringe, wenn wir zum Beispiel unser Tarp abspannen wollen. Wir haben eine Säge dabei, wir haben eine Axt dabei für Feuerholz. Hier ist Neles komplette GoPro-Ausrüstung drin. Hier oben sind Kabel, Adapter drin. Unsere Spielekiste mit allem Möglichen, ein halbwegs ordentliches Messer, was noch in Deutschland zulässig ist oder auf Reisen zulässig ist, auch im Ausland. Und brauchen wir auch nicht oft für uns, eigentlich noch nie, glaube ich. Aber es gibt immer mal wieder Leute, die schnell Hilfe brauchen und denen können wir so sehr gut helfen. Wichtige Teile sind unsere Sonnenbrillen mit einem kleinen Sonnenbrillenhalter. Die Wasserspritzpistole, ich habe gerade gehört, sie ist angeblich kaputt, muss ich mir anschauen. Taschenlampe. Schnickschnack. Die Dauer ist nicht entscheidend des Schlafes, aber wichtig ist, dass man gut schläft. Auf Reisen schlafen wir meistens gar nicht so arg viel, aber umso wichtiger ist die Erholung. Und deswegen ist wirklich ein gutes Dachzelt elementar. Das Nakadanenga Roof Lodge Evolution 2 hat gerade im großen ADAC-Dachzelttest den ersten Platz in der Kategorie niedrige Schadstoffe und den ersten Platz in der Kategorie Wetterfestigkeit gemacht. Und das sind zwei Kategorien, die mir wirklich absolut wichtig sind. Eine andere Kategorie war zum Beispiel, wie schnell das Zelt auf- oder abgebaut werden kann. Das ist unsere Tagesroutine. Das gehört dazu, unseren Tag zu füllen. Da kommt es mir gar nicht auf die Minute an. Außerdem sind die Zelte, die schneller aufgebaut werden können, in der Regel finde ich optisch nicht so schön und schon gar nicht passend für einen Defender, der ein klassisches Design hat. Das Dachzelt ist, wie gesagt, eine unserer größten Besonderheiten an dem Auto oder was wir am meisten schätzen. Wir zeigen es euch mal ganz kurz. Es hat eine Liegebreite von 1,40 Meter, hat eine richtige Matratze. Wir haben richtig Bettwäsche drin, richtig Kopfkissen. Ist besser wie zu Hause. Wie schon gesagt, sieht eigentlich aus wie ein normales Bett. Hat den Riesenluxus, dass wir an vier Seiten aufmachen können. Egal, woher das kühle Lüftchen kommt, woher das Wasser kühlt, wir machen auf. Wir können zusätzlich nach oben aufmachen, Licht reinlassen, Luft rauslassen. Das ist nicht so, da ist natürlich so eine PVC-Plane drüber, dass man bei Nacht wirklich jeden Stern erkennen könnte. Aber man bekommt einen unheimlich guten Eindruck vom Wetter. Die wichtigste Prämisse beim Umbau war, unser Defender war ein Siebensitzer. Wir wollten unbedingt 5 Sitzplätze auch im Reisebetrieb weiter behalten. 5 Menschen sollten im Defender fahren können und gleichzeitig im Defender übernachten können. Das war nicht ganz einfach. Wir haben aber eine Lösung gefunden. Wir haben hier ein Schlafsystem von Paranoid. Das ist eine Ablage, die dynamisch, glaube ich, 100 Kilo stemmen kann. Im statischen Bereich liegt die bei 300 Kilo. Da hat sich noch nie auch nur irgendwas geklappert oder sonst irgendwie. Die besteht aus 2 Stauboxen, die hier auf den Seiten sind. Hier hinten haben wir unser Langstromkabel drin. Da haben wir eine Picknickdecke drin. Da haben wir ein Öl drin für den Defender. Alles Mögliche, was einfach wegkommen soll. Hier drunter haben wir einen Stauraum, in den wir alles reinbekommen, was wir auf Reisen dabei haben. Es war nicht ganz einfach, die passende Kühlbox zu finden. Deswegen ist die aus der letzten Serie von Dometic, heißen sie jetzt. Passt aber eben hier drunter. Hier kommt noch ein Auszug rein. Dahinter sitzt unsere Trockentrenntoilette. Das ist eine Kackbox, die wir euch nachher noch zeigen. Schöner Name, aber eigentlich natürlich sehr zutreffend. Dann ist hier ein Tarp drin mit ein paar Teleskopstangen. Hier sind unsere Campingstühle drin. Hier ist unser Campingtisch drin. Hier sind Feuerstoffe drin. Was haben wir noch drin, Nele? Wir haben deine Matratze hier unten auch noch mit drin. Und das hier ist mein Zimmer. Hier kann ich auf 120 cm Breite und 2 Meter Länge wunderbar schlafen. Das ist bequem für 2 Erwachsene oder vielleicht 3 Kinder. Wir haben hier eine sehr schöne Lichterkette, die vielleicht gerade noch etwas locker liegt, aber sie gibt eine romantische und eine sehr schöne Atmosphäre. Da drüben haben wir einen Akku, der mit einem Klett befestigt ist, bei dem ich meine Geräte aufladen kann oder die Lichterkette einstecken kann. Generell ist das Bett sehr bequem. Man denkt vielleicht, das hängt zu weit unten, aber ich bin wirklich ganz sicher, dass ihr hier total wunderschön schlafen könnt und dass ihr überhaupt nicht stört. Hier habe ich auch mit meiner besten Freundin geschlafen. Wir beide brauchen sehr viel Platz, aber das stört uns beide wirklich nicht. Hier hinten könnte der Papa mal kurz rüberkommen, denn da muss ich auch noch was erklären. Damit auch ich hier eine warme Luft in kalten Gegenden bekomme,
haben wir hier einen Schlauch, der die Heizung mit mir und den oben im Dachzelt auch verbindet. Hier kommt meine Luft raus und hier geht die Luft weiter zum Dachzelt. Ich kann hier einstellen, ob ich mehr Luft bekomme oder halt die anderen. Das stelle ich ein. Ja, meistens gebe ich mir mehr Luft, aber dann regen die sich wieder auf. Denn bei mir ist es ein geschlossener Raum, wo vielleicht weniger Luft entweicht, aber die oben brauchen natürlich vielleicht etwas mehr. Thema Notdurft. Wir haben eine Trockentrenntoilette dabei. Der große Vorteil von Trockentrenntoiletten ist, dass das Flüssige und das Feste in zwei unterschiedlichen Tanks landet und somit nicht stinkt. Wir brauchen die ganz, ganz selten, aber die letzten zwei Jahre hat es uns ermöglicht, trotzdem zu reisen, weil es auf manchen Campingplätzen die Vorgabe gab, dass man ohne eigene Toilette nicht anreisen kann. Wir haben uns in die Kackbox entschieden. Das Ding ist auf Basis einer Euro-Normbox unheimlich praktisch, unheimlich stabil, maximal belastbar und macht sich wahnsinnig klein im Defender. Unsere Küche. Wichtig, wenn wir unterwegs sind. Wir sind Selbstversorger und halten an den schönsten Märkten. Auch schöne Supermärkte sind dabei, wo wir uns landestypische Lebensmittel kaufen. Wir können das Ding hier wunderbar verschließen. Die ist jetzt gerade relativ leer. Hier passt aber alles rein, was wir auf Reisen brauchen, inklusive eben auch unserer Brennstoffe. Apropos Brennstoffe. Wenn wir kochen, wenn wir nicht grillen oder kein Lagerfeuer machen können, dann haben wir so einen kleinen Feststoffbrenner dabei. Der sieht ein bisschen ranzig aus, ist aber ziemlich geil. Wir haben den seit 5 Jahren im Einsatz. Der hat den großen Vorteil, dass ich sogar Pellets verbrennen kann, wenn wir zu faul sind, irgendwelches Holz zu suchen. Der hat ein Belüftungssystem, das über diesen kleinen Akku angetrieben wird und sorgt dafür, dass die Pellets mit 4,5 kW wirklich verbrennen und nicht nur vor sich hin glühen. Jetzt würdet ihr sagen, meine, muss ich das Ding dauernd aufladen, muss dran denken. Nee, muss man nicht. Hier ist ein thermoelektrisches Element drin. Das erzeugt mehr wie genug Strom für diesen Lüfter und hält den Akku somit seit 5 Jahren stabil. Ich habe den noch nie aufgeladen. Ich könnte auch noch mein Handy dran aufladen. Wir haben Expander Campingstühle von Frontrunner dabei. Ich denke, es gibt nichts Praktischeres und Stabileres in diesem Packmaß. Die Dinger sind eine Show. Wir haben einen Alu-Rolltisch dabei, der sich relativ klein macht. Bei uns ist alles ein bisschen schwarz, weil wir eben mit Kohle, mit Pellets, mit Feuer kochen. Das macht sich bemerkbar. Unsere Töpfe sind von unten dunkler wie die Nacht. Immer mit dabei ist eine Toolroll, auch von Nakatanenga. Ein mega praktischer Werkzeugkasten, in dem wir alles drin haben, was wir nicht nur auf Reisen, sondern auch unterwegs brauchen, um alle möglichen Sachen zu reparieren. Das vom Voltmeter über einen Lötkolben, über kleiner Ratschenkasten, großer Ratschenkasten, alles findet darin seinen Platz. Affenkasten? Ratschenkasten, nicht Affenkasten. Unsere Feuer starten wir mit einem Hanfölgemisch oder mit diesem Holzwachsgemisch. Ist total praktisch. Die Feuchtigkeit macht quasi nichts aus, speziell dieser Mischung hier. Genau. Den hätte man jetzt natürlich putzen können, aber wir sind ja hier, um ein Video zu drehen. Wir haben gestern damit gegrillt. Dieser Grill ist unheimlich praktisch. Der heißt Fennec, steht hinten da eingelasert, eingeschnitten. Der große Vorteil ist, das Ding ist steckbar, sehr flach zusammenlegbar. Wir haben hier unten nochmal einen zweiten kleinen Rost für die Kohle. Und unter diesem Rost ist eine quasi passive Belüftung. Das bedeutet, wenn ich da 1 bis 2 Grillstarter reinschmeiße, die Kohle drauf haue, die Grillstarter davor natürlich angezündet habe, dann warte ich eine Viertelstunde, muss mir nicht die Lunge aus dem Leib pusten und kann Grillen anfangen. Internetanbindung ist für uns relativ wichtig unterwegs. Zum einen, weil ich von unterwegs arbeite, Videokonferenzen habe. Zum anderen wollen wir aber auch mit den Menschen kommunizieren, die gerade vielleicht nicht dabei sind. Hier haben wir eine Außenantenne. Die Außenantenne hat einen Gewinnstrahler für LTE, hat aber auch einen GPS-Empfänger drin und bringt das WLAN rund ums Auto aus, sodass wir überall eine möglichst gute Netzabdeckung haben. Zusätzlich gibt es vermutlich schon absolut üblich eine DAB-Antenne, DAB-2-Antenne, die aber auch UKW und FM übertragen kann. Vielleicht noch ein Thema zu den Reifen. Reifen-Rad-Kombination. Das sind Hutchinson Beadlock-Felgen. Der große Vorteil an den Felgen ist, dass der Reifen am Felgenhorn fest eingepresst wird. Das bedeutet, wir können den Luftdruck auf diesen Eschon-Walzen sehr, sehr, sehr stark reduzieren und damit die Auflagefläche deutlich erhöhen und kommen somit in schwierig zu befahrenem Sand oder anderen weicheren Gebieten unheimlich viel besser voran. Hier haben wir noch ein kleines Manko des Autos. Luft rauslassen ist die eine Sache.
Luft wieder reinkriegen, die andere. Wir haben aktuell keinen Kompressor dabei, also können wir damit nicht richtig spielen. Auf Sardinien war es aber beeindruckend, wie stark die großen Stollen sich in dem warmen, rauen sardinischen Teer verankert haben. Die Bergstraßen, die Reifen haben unheimlich schönes Geräusch gemacht und sind da durchgegangen. Es war wirklich ein Traum. Auch so eine Art Toolroll, auch von der Kananenga. Total klasse Produkt, lässt sich einfach unheimlich viel reinpacken, zusammenrollen, mitnehmen. Man kann sie überall festmachen. Der Paul hat das hier in dieser Höhe. Ich habe das Ganze hinten am Dachzeltboden festgemacht, weil es dann für mich einfach komfortabler zu benutzen ist. Noch zwei Nachträge, weil Fenster überbewertet werden, haben wir auch das andere kleine Fenster entfernt. Da drin ist eine kleine Staubox, die ist absperrbar. Hier kommt unsere Dusche rein, ist aktuell ja angeschlossen. Da ist noch mal ein zweiter Akku für die Dusche. Auch noch wichtig, die Reifen und Felgen sind wirklich sackschwer. Ich habe mich extrem schwer getan, den hier zu montieren nach dem Winter. Musste mir einen kleinen Flaschenzug im Carport bauen, um ihn hochzukriegen. Irgendwie müssen wir uns noch mit der Seilenwinde vielleicht übers Dach eine Konstruktion bauen, dass das vielleicht ein bisschen praktischer geht. Das Ganze sitzt auf jeden Fall jetzt auf einem Reserveradträger, weil einfach sonst die Defender-Hecktürscharniere und die Tür an sich überlastet wird. Das Ding nimmt die komplette Kraft auf und schwenkt dann eben mit dem Reserverad auf und ist keine große Belastung mehr fürs Auto. Unsere Technik-Ecke ist gerade noch ein bisschen chaotisch, die wird dann noch verblendet und wird vermutlich auch gefilzt. Da sind zwei Geräte von Victron Energy drin. Das Tolle an den Dingen ist, die baut man ein und man muss nie wieder drüber nachdenken, weil sie einfach funktionieren. Hier ist ein Ladegerät für die Batterie, die dann über den Landstrom gespeist wird. Hier ist ein kleiner Wechselrichter für unsere Solarpaneele. Und da sind gerade noch ein paar Kabel offen, aber man kann ja immer ganz einfach prüfen, ob Strom drauf ist. In dem Fall, nein, tut nicht weh. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns natürlich immer über Abos, soll ich sagen. Und ihr sollt die Glocke drücken, glaube ich. Vielen Dank auch, Nele, für deinen Beitrag. Wir sind hier übrigens gerade auf einem der schönsten Campingplätze Deutschlands, meiner Meinung nach. Dem Campingplatz am Höllensteinsee müsst ihr unbedingt mal hin. Man kann direkt am Wasser sein und das Wasser, die Natur ist hier wirklich bezaubernd. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Der Campingplatz, die Betreiber sind unheimlich toll. Dadurch, dass der Campingplatz so ist, wie er ist, sind hier unheimlich nette Campingnachbarn. Macht viel Spaß.